So, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge Mount & Blade mit Feuer und Schwert. Es geht weiter. Ich will hier kurz noch ein bisschen wegreiten, weil wir noch ein bisschen verstärken müssen. 82 Mann. 82 Mann. Okay, jetzt hat er uns. Und wir haben... Ah, die Dörfler sind auf meiner Seite beigetreten und deswegen habe ich 140 Mann. Ich will gerade sagen, hä? Was ist denn hier falsch? So, Scharfschützen nach hinten. Und Kavallerie wieder auch auf Stellung nehmen. Sind auch Dörfler dabei, oder wie? Saporoger Infanterist. Ja, ich glaube, das sind auch Dörfler alles. Arme Kosaken. Mal gucken, der Feind kommt. So. Oh, das wird ein Spaß werden. Und die sind ja auch alle zu Fuß. Warum sind alle zu Fuß? Oh ja, das ist eine gute Möglichkeit, um Erfahrung zu sammeln. Aufpassen. Oh ja, das bringt auch nicht Erfahrung. So, Infanterie in Angriff bitte. Da hinten kommt noch mehr Verstärkung. Ich dachte, das ist der Kommandant, oder? Ja, das war der Kommandant. So, ich hole mal ein bisschen Nachschub. Infanterie bitte zurück. Bitte Aufstellung nehmen. Hier habe ich auch keine Kiste, wo irgendwas drin ist. Na gut, dann in Angriff. Ich kriege ja auch ziemlich viele Bauern aktuell. Angriff. Ohne Probleme. So, wie lange dauert es noch, bis unser Priester wieder upgradet? Oh, nicht mehr lange. Da sollten wir vielleicht mal noch ein paar Missionen hier beenden oder anfangen. Weil wie gesagt, die Missionen bringen, soweit ich das verstanden habe, für jedes Truppmitglied Erfahrung. Oder wir machen einfach den Feldzug mit. Bei Minsk ist jemand. Ja, wird da sicherlich gleich wieder verschwunden sein. Mal gucken, ob wir es rechtzeitig schaffen. Oh, die meint's ernst. Ich bin sogar in der Überzahl. Na, wer hätte das denn gedacht? Eigentlich ist es am besten, wenn wir verbündete Truppen mit dabei haben, weil dann kann ich Granaten reinwerfen. Das juckt mich sowieso nicht. Nur verbündete Truppen. So. Nein, 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 nein.
sag nicht. Bin sehr zufrieden mit den Pferden. So, müssen wir gucken. Da kommt wahrscheinlich bald Verstärkung. Wenn wir in die Verstärkung die Granaten einwerfen, wäre das natürlich fantastisch. Verstärkung müsste eigentlich irgendwo hier kommen. Hier fliegen mir gerade ein bisschen zu viele Pfeile durch die Gegend. Ah, dort spawnt er, okay. So. So, dann wir jetzt da hinterher. Einfach hinterher. Zwischen dann kommen wir bestimmt zu Kagusta, wie da war. Ist das hier irgendwo in der Nähe? So. Ja. Ja, da sind wir. Perfekt. Und wir können uns anschließen. Wir haben mittlerweile 70 Verhältnisse hier. Ausgezeichnet. Ich lasse euch rufen, wenn eine Aufgabe für euch bereitsteht. Nehmen wir hier mal teil. Oh, Breslau wird zurückerobert. Muss man vor jeder Schlacht mal ein bisschen die Schwerter wechseln. Immer das Zweihandschwert bei Belagerungsschlachten. Und bei normalen Feldschlachten das Breitschwert. Noch aktuell eine Krankheit, die uns begleitet. Oh, die Quest ist schon vorbei, dass wir ihm folgen sollen, okay. So, und diese Erfahrung müsste er jetzt ja auch bekommen haben, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, er hat die auch mitbekommen. Es sind noch 1100 Erfahrungspunkte, die jetzt unser Priester braucht. Also so zwei, drei kleine Missionen. So, belagern wir mal. Obwohl, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Ein Fisch. Und ich suche immer noch einen Buchhändler, dem wir seine Bücher zurückgeben können. Breslau wird verteidigt. So, ich denke mal, diese Söldner, die wir hier aufgegabelt haben, die werden sich hier in der Verteidigung besser machen. Da rein. So, die holen wir mit. Buchhändler, verirrt euch bitte. Hierher. Also auskundschaften kann auch mal
ganz nützlich sein. Hier sieht man nämlich mittlerweile, es gibt doch einige Güter, wo man wirklich richtig was bekommt. Hier 220, 207 Bonis pro Stück. Eine Aufgabe für mich. Elisei, ja, gut, den können wir mal überstellen. Dann begleite ich den gleich mal, dass wir ihn rechtzeitig wieder bekommen. So, können wir ihn schon wieder bekommen? So, wollen wir ihn. Nicht, dass der mir den automatisch zurückbringt. Ich will den nicht ewig suchen. Nachher verliert er irgendwie in der Schlacht und dann finden wir den nicht wieder. Dann begleite ich den lieber mal. Oder kommt der automatisch auf mich zu? Gucken mal. Da fragen wir, begleiten den lieber mal nicht, dass da irgendwas passiert und wir nachher den Helden nicht mehr finden. Eine Woche. Man könnte nachher auch einfach fragen, wo er ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, diese eine Heldin, die war so lange weg und deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, diese Helden hier abzugeben. Dass man die eventuell verliert. Kann ja einiges passieren. So. Und ich weiß auch nicht, wozu der den braucht. Der patrouilliert ja hier einfach nur. Nicht mehr was Sinnvolles. Moral ist gerade auch ganz schön nach unten gegangen. Dadurch, dass wir jetzt hier die ganze Zeit ihn verfolgen, ohne dass wir was zu essen mitnehmen. Na, wie sieht's aus? Kriegen wir wieder? Jedes Jahr sollte wieder in meine Dienste zurückkehren, mein Herr, wenn ihr seine Dienste nicht mehr benötigt. So, 100 Erfahrungspunkte habe ich nur bekommen, okay. Also, das hat sich ja wirklich absolut gar nicht gelohnt. So, du kommst wieder nach oben. Aber unser Priester kann noch besser werden, definitiv. So, 154 Mann. Warum nicht? Hallo? Hallo? Leute, der greift mich nicht an. Greift er mich nicht an?
Der haut ab für uns. Okay. Das ist die einfachste Möglichkeit, Erfahrungspunkte zu sammeln. Außerdem verbessern sich dadurch die Beziehungen. Und der weiß auch nichts über den Streitkolben. Wieso rennt die auf einmal alle an uns vorbei? Vielleicht liegt das daran, dass ich zu gute Beziehungen mit denen habe. So. Dem Karrenzug helfen wir mal. So, wir haben ein paar Pikeniere. Stellung aufnehmen. Hallo. So. Aufstellung nehmen. Eigentlich kann nichts passieren. Wenn hier jetzt eine Kavallerie reinrennt, was soll passieren? Eigentlich müsste die komplett abgeblockt werden. Gespannt. Hallo, könnt ihr bitte mal stehen bleiben? Nicht umformieren. So, der Feind kommt. So, er rennt rein. Jetzt können wir natürlich schön zuhacken. Aber man sieht, eine reine Pikenier-Armee ist nicht gar nicht effektiv. Ja, ja. So, wie sieht's aus? Gesamtbilanz hätte ich gerne. 25 gegen 24, 22 gegen 19. Sehr gut. Naja, das Steppenpferd bringt mir nichts. Das Steppenpferd bringt mir nichts. So, euch löse ich auf. Ich löse ich auf. So eine kleine Armee hatte ich lange nicht mehr. Ist ja auch jetzt das erste Mal, dass bei diesen Karawanen vorne noch jemand mitrennt. Ich habe da bis jetzt immer nur darauf geachtet, dass hier, dass dieser Zugtiere hier die über die Karte flitzen. Aber da vorne rennen immer noch ein paar Karawanenmeister. Vielleicht auch nur, wenn ein Karawanenmeister dabei ist, kann auch sein. So, ich habe meine Truppen jetzt auf ein Viertel stark reduziert. Deine Aufgabe für uns. So, der wartet auf Steuergelder, dann machen wir das für ihn. Thomas. Hier. Wir sammeln Steuern ein. Warte mal, ich habe eine bessere Idee. Wir brechen mal kurz ab.
glaube, ein paar Truppen sollten wir schon mitnehmen. Sonst könnte sich das als sehr schwierig erweisen. So, Reiter. So, und was zu essen nehme ich auch mit. Weil die Bauern ja gerne mal einen Aufstand dann proben. Was völlig verständlich ist. Beschwerden ignorieren und fortfahren. Ihr habt grammatischer Grundriss der russischen Sprache Juraj Krisanitsch durchgelesen. Eure Intelligenz hat sich um 1 erhöht. Schön. Hauptsache, der reißt gleichzeitig das Dorf nieder, während ich es. Der reißt es nieder und ich treibe Steuern ein. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Und ordentlich was beisammen. Willst du die Steuergelder? Okay, dann müssen wir, glaube ich, nochmal dann vorbeischauen, wenn hier das Dorf wieder steht. Okay, was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Jetzt fehlen auch nur noch 10.000 Erfahrung. Das ist auch nicht so viel. Machen wir uns wieder eine Schwedenarmee, würde ich sagen. Eine Schwedenreiterarmee. Gemischt mit Musketieren und Leibgardisten. Ich fand, das war mit die stärkste Armee, die wir bisher hatten. So eine Armee aus Reitern und gleichzeitig ein paar Musketieren. So, was haben wir hier noch? Claymore. Ja, Claymores, also da verstehe ich tatsächlich gar nicht. Also ich würde immer ein Zweihandschwert nehmen, definitiv. Wenn ihr die Wahl habt, nehmt ein Zweihandschwert. Und haltet immer mal Ausschau, gerade im Late Game, was ihr so findet. Es gibt immer noch ein besseres Schwert. Also das Beste, was wir bis jetzt rausgefischt haben, ist dieses Zweihandschwert veredelt. Aber es gibt bestimmt noch ein Zweihandschwert meisterhaft gefertigt. Und es gibt tatsächlich, also gerade bei den Schwertern und Säbeln gibt es mitunter bessere Waffen, die man in Märkten kaufen kann, als die man bei den Waffenmeistern und Rüsthändlern nicht holen kann. Fällt mir ein, wir können unseren niederländischen Karabiner mal abholen, den wir bestellt haben. Wie sieht es mit den Finanzen aus? 74.000 Taler haben wir auch schon wieder fast alles ausgegeben. Ja, ja, das Geld arbeitet, aber es arbeitet. Schwer wird belagert. Oh, dass da eine Schlacht dann wütet, wenn wir da ankommen. Kann wirklich sein, dass da ein großer Feldzug stattfindet. Na? Ja, da scheint einiges zu sein, wenn da jetzt schon wieder eine Armee herkam. Oh ja, die meint's ernst. Die meint's ernst. Das wird die nächste große Verteidigung von Schwer bedeuten. So, wir haben das Fernschwert ausgerüstet. Wir werden definitiv auch die Kanone gebrauchen und ja, wir nehmen mal 3 Granaten mit, ansonsten nehme ich hier Kugeln mit. Beziehungsweise wir werden die Kugeln auch finden, ne? Ne, wir nehmen nur Granaten mit. So, die meint's ernst. Da sind sicherlich ein paar mehr noch.
Außerdem sehen wir ja, wenn die Schlacht dort losgeht, dann gehen alle Truppen instant in die Stadt rein. Ah, und die lassen sich da schon Zeit mit der Belagerung. Das sollten wir auf alle Fälle ernst nehmen. Jetzt kommt ein Feldzug. Ignoriere ich jetzt mal. So, mit dem Ältesten sprechen. Verkaufe ich zwei. Wir müssen jetzt hier bleiben. Er greift das irgendwo nicht an. Warum greift er nicht an? Kann die aushungern, die Siedlungen? Kann das sein? Es kann wirklich sein, dass er die aushungern will. Das wäre nicht gut. Dann bringt mir auch die 1000 Truppen da drin nichts. Es könnte halt wirklich sein, dass er die aushungern will. Wie lange halten wir noch aus? Ihr seid in Twer. Diese Festung gehört euch. Die Bevölkerung ist euch völlig ergeben. Es geht ein Gerücht. Verdammt sei der neue Kastellan. Er exerziert unbescholtene Bürger zu schanden, als wären sie Rekruten. Der Kaplan persönlich unternahm neulich eine Razzia auf den Märkten. Angeblich nahm er gleich dreifache Steuern. Nicht, dass dann plötzlich die Vorräte hier alle gehen. Kann durchaus sein, dass er die aushungern will, die Stadt. Okay, es geht los. Es geht los. Der Trupp von Prinz Alexei Trubezkoi greift die Mauern von Tveren. Ihr habt 1045 Einheiten, die gegen die 1522 Feindlichen kämpfen können. Was gedenkt ihr zu tun? Ja, was denken wir zu tun? Das werden wir wohl in der nächsten Folge sehen, denn dann werden wir unsere großen Mauern hier verteidigen. Ein sehr gutes Verhältnis von verbündeten Einheiten zu feindlichen Einheiten, weil wir garantiert mehr Feinde töten werden, als wir selber verlieren werden. Das steht fest, gerade weil ich auch mitkämpfe. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!